Hallihallo, liebe ZuschauerInnen. Habe ich das richtig gesagt? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tag schön. Zusammen. Ja, Tag zusammen. Moin. Genau. Oder wie sagt man in Irland? Skull. Skull. Bei anderer Gelegenheit, aber ja. Ja, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute haben wir euch zwei Filme mitgebracht. Oh, ein Original und eine Fortsetzung. Wobei die Fortsetzung eigentlich keine Fortsetzung ist, aber da reden wir gleich drüber. Was die Fortsetzung ist, das sagen wir auch noch. Oh. Ja, also, es geht um die Filme, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie hießen, vielleicht kommt ihr drauf. Also, da gibt es einen Jungen, Harry Potter heißt der. Und der kommt in ein, und wird da halt mit so Riesenwesen konfrontiert. Und da gibt es noch Zauberer oder Hexen und all sowas. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Von Troll. Ja, Troll aus dem Jahr 1986 von Regisseur John Carl Büchner. Ich habe mir das jetzt gerade mal aufgeschrieben, weil ich wusste es nicht. Und der Fortsetzung Troll 2 aus dem Jahr 1990 von Claudio Fragasso. Claudio Fragasso. So, der erste Film, das ist ein Film von, es war auf jeden Fall Charles Band, und das also Charles Band, hier Full Moon Entertainment, deswegen habe ich mich auch gewundert, dass dieses Mediabook hier bei Koch rausgekommen ist und nicht bei Wicked Vision. Empire Pictures hieß die Firma, die er vor Full Moon Entertainment hatte, Charles Band. Mhm. Und das ist ein typischer 80er Jahre Monster, Fantasy, Horror, Komödien, Flick mit tollen Effekten, noch tolleren Masken, einem wirklich tollen, unterschwelligen, schwarzen Humor. Jo. Grundsätzlich ein ganz toller Film. Ja. Und dann kam 4 Jahre später Troll 2. Der heutzutage wesentlich bekannter ist als der erste Troll, und das allerdings leider aus dem Grund, den man eigentlich nicht haben will, wenn man bekannt ist, weil der Film ist so schlecht, dass alle Welt den nur runterputzt. Also dieser Film hat sogar diese Dokumentation, die hier auch mit drin ist, Best Worst Movie, auf den Plan gerufen, eine Dokumentation, die sich mit einem der besten schlechten Filme befasst, nämlich mit Troll 2. Mhm. So, jetzt gehen wir aber erstmal auf die einzelnen Filme ein und sagen dann, was wir von Troll und Troll 2 halten. Also, zunächst einmal im Troll 1, da zieht die Familie Potter, bestehend aus Harry Potter und Harry Potter Junior, die heißen tatsächlich so. Und der kleinen Schwester, die sieht aus wie Carol Ann, 1:1. Ja, die heißt auch so ähnlich, also aus Poltergeist. Ja, ne? Ja. Die hat auch die gleiche Synchronstimme, nämlich die von Lisa Simpson. Mhm, ja. Genau. Ich glaube, stellenweise hat sie sogar die gleichen Klamotten an. Ja, man müsste das mal genau auseinandernehmen, aber hin und wieder habe ich auch den Eindruck, das sind ähnliche Dialoge. So, diese Familie Potter, die zieht in einen Gebäudekomplex und ein Mehrfamilienhaus, in dem auch eine Hexe wohnt. Das hat aber momentan noch keine tiefere Bedeutung. Das wusste man vor allen Dingen auch nicht. Die Frau ist so geil. Ich so, das ist meine Heldin. Da will ich auch werden, will ich auch sein. Da! Ja. Ja, Harry Potter wird übrigens gespielt von Noah Hathaway, also Atreyu aus der Unendlichen Geschichte, das aber nur nebenbei. Da hing der die ganze Zeit bei mir, Schatz, Schatz, erkennst du, ich so, was, wen, nein, doch, das ist Atreyu, ich so, nein, okay, doch, ja, aber, nee, doch, hab ich nicht erkannt. Das ist Atreyu. Ja. Ja, noch der ganz Junge. Ja, aber mit kurzen Haaren und ohne Pferd, auch schwer zu erkennen. Wobei, in der zweiten Filmhälfte hat er ja gar kein, egal. Trauma für uns alle, auch für mich. Ich habe auch bei der Unendlichen Geschichte, wenn Ajax in den Sümpfen, ich habe geweint. Und nicht nur einmal. Da kann man zu stehen. Aber so. Wir sind ja jetzt bei Troll. Wir sind ja jetzt bei Troll, und ich muss jetzt gerade mal die Unendliche Geschichte beiseite. So. Die ziehen halt in diesen Gebäudekomplex, und aus welchem Grund auch immer, als hätte Charles Band jemals einen Grund gebraucht, warum Monster in unsere Welt kommen, kommt ein Troll aus der Waschküche und hat einen Ring, mit dem er sich in ein menschliches Wesen verwandeln kann. Und zwar in die
Tochter. In Carol Ann 2.0, genau. Ja, genau. Also die Tochter wird aus dem Verkehr gezogen, in die Trollwelt gebracht und der Troll übernimmt ihre... Das ist genau wie bei Poltergeist eigentlich, oder? Carol Ann wird in den Fernseher gezogen und... ja. Egal. Nur, dass die Geister in Poltergeist halt eben kein Double da lassen. Nee, das stimmt, ja. Das stimmt. In diesem Fall ist es so, der Troll verwandelt sich in Carol Ann, aber verhält sich nicht wie Carol Ann, jetzt nenne ich die ganze Zeit so, in das Mädchen, sondern er verhält sich weiter wie ein Troll und zwar richtig widerlich. Ja. Ich meine, manche Kinder verhalten sich immer so, aber dieses Mädchen hat sich halt eben vorher nicht so verhalten. Die Mutter sagt noch, ja, das liegt jetzt am Umzugsstress, das ist jetzt die Umgewöhnung, die Eingewöhnung, bla bla bla. Ja. Hat noch so die schützende Hand über ihrem Töchterchen. Aber ist dieses Töchterchen mit ihrem Verhalten ein ganz klassischer Fall für den Kinderpsychologen Dr. Prügelpeitsch? Naja, okay. Also ich hätte dieses Kind, gerade in den 80er Jahren, da durfte man das ja noch, ja. Nein, ich will jetzt absolut nicht, Kinder dürfen nicht geschlagen werden, aber dieses Kind ist ja kein Kind und deswegen, ja. Es wundert mich vor allen Dingen, dass ihr großer Bruder, Atreu, dass der dann mit seinen 13, 14, der kleinen Siebenjährigen, nicht mal so richtig, wenn Mütterchen mal gerade nicht hinguckt und Vater auf der Arbeit ist, mal so richtig eins auf hinter die Löffel gibt. Also mich wundert das nicht, weil ne, sie hat ihn ja direkt beim ersten Aufeinandertreffen gegen die Wand geschmissen. Ja, ach so, es stand am Anfang nur für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommen habt. Spoiler. Es gibt Spoiler in diesem Video. Anders geht es nicht. Wir können nicht über diese beiden Filme reden, wenn wir nicht spoilern. So, ne, es stand am Anfang, jetzt sage ich es nochmal ab, jetzt gibt es massive Spoiler. So. Wo ich eben noch gesagt habe von wegen, oder du gesagt hast, in diesem Haus wohnt auch eine Hexe. Die Hexe ist nicht der einzige interessante und geile Charakter. Nein. Das sind alles Verrückte. Alles irgendwelche Spinner. Also das ist sowas von cool zusammengewürfelt, diese Wohngemeinschaft. Jeder in seinem eigenen Apartment da. Der bekannteste dürfte Sonny Bono sein, also von Sonny und Cher. Der spielt da einen ganz sympathischen Kerl, dem die Frauen reihenweise verfallen, wenn er genug Geld springen lässt. Und ein sympathisches Kerlchen, oder? Ja. Diese Leute, das gibt es halt auch nicht mehr, ne? Zum Glück. Da fällt mir ein Fritz Honka. Der sagt, ne, egal. So, ja, also. Nee, so ein widerlicher Bäh. Also, an dem war Howard Wolowitz in seinen peinlichsten Szenen angelehnt, würde ich mal so sagen. Also, eine gewisse Ähnlichkeit war da. Ja. Diese widerliche Ausstattung in dieser Wohnung. Alles asiatisch ist doch schön. Nee, darum ging es mir ja gar nicht. Aber die, so richtig 80er Jahre Pornostudio. So waren sie halt damals. Ja, so. Und dann, Naja, jedenfalls. Oder dieser Waffennarr, dieser Militär. Der Hausmeister. Der Hausmeister? Das war, glaube ich, der Hausmeister. Nee, da gibt es keinen Hausmeister. Doch, mehr oder weniger. Der kommt. Der wird ja auch. Ist ja wurscht. Jedenfalls einer nach dem anderen werden halt von diesem Troll verwandelt. Der verwandelt nämlich die Wohnungen und die darin wohnenden Wesen in unterschiedliche Elfenwelten. Ja. Schön. Also eigentlich eine schöne Sache. Aber die Hexe sagt auch, wenn er hier fertig ist, nicht gut. Nee. Also müssen wir ihn daran hindern. Weil, wenn der hier in diesem Haus fertig ist, dann öffnet sich nämlich das Tor zur Elfenwelt und dann würde unsere Menschenwelt von der Elfenwelt verschluckt werden. Was ich persönlich auch nicht so schlimm finde, wenn ich mich ja mal umgucke. Also so doch, weil die Elfen ja keine süßen, netten, kleinen Zauberwesen sind, sondern grantige, böse, fiese Viecher. Und wo ist der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Bewohnern einer Großstadt irgendwo auf diesem Planeten? Egal. So, aber ja, ich verstehe, was du meinst und ich verstehe natürlich auch die Intention. Ich hätte ja auch vor 20 Jahren keinen Troll annehmen müssen, ne? So. Ja. Jedenfalls, sie schaffen es dann am Schluss, alles wird wieder gut und Warwick Davis, der spielt nämlich den Troll in einer ganz tollen Maske. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das Mediabook hier... hier ist er. Hier ist er doch, Warwick Davis. Ist, wie gesagt, eine ganz tolle Maske. Und hier ist Atreu. Ja, und Carol Ann. Man erkennt ihn eigentlich, Atreu. Und Carol Ann. Ja, genau, Carol Ann auch. Nicht Carol Ann. Ich hatte zuerst ein Unboxing von diesem Mediabook hier gemacht, habe dann aber überlegt, nö,
machst du ein richtiges Video. Die Leute wollen ja auch, oder ich will den Leuten ja auch was zu diesen Filmen sagen können. Ja. Und zum Thema Filme, jetzt kommt der zweite. Nee, wir sind doch noch gar nicht fertig. Ach so, wir sind noch gar nicht fertig. Der erste ist gut, der erste macht Spaß, der erste ist witzig, der ist handwerklich gut gemacht, finde ich. Er ist halt von Charles Band. Ja. Musik hat sein Bruder gemacht. Und diesmal hat es wirklich gepasst. Ja, genau, das ist ja oft so, dass bei Richard Band, wenn er den Soundtrack macht, da hast du schon oft genug gefragt, hat er den Film überhaupt gesehen oder hat er einfach, Trolle, ich mach mal Musik. Da ist eine Actionsequenz, da wird jemand abgeschlachtet und im Hintergrund läuft irgendwie so ein Gedudel, wo du dir denkst, da kann auch jemand an einem Strand lang gehen. Ja. Es passte nicht, aber in Troll hat es gepasst. Hat er gut gemacht, der Junge. Ja, genau. Halt die Bands, ne? Tolle Familie, wenn man auf Trash-Filme steht. So, dann kommt jetzt die Fortsetzung. Wobei, ich würde den nicht in die Kategorie Trash, sondern wirklich schön Fantasy-Abenteuer. Ja, ein 80er-Jahre Fantasy-Abenteuer aus der Videothek. Ja. Genau, ist kein Trash. Nein. Ist kein Trash. Ist etwas günstig gemacht, aber sehr gut. Ja. Also ich muss auch sagen, das ist einer von Charles Bands besseren Filmen. Mhm. Als wir den geguckt haben, haben wir gesagt, ach ja, der ist ja wirklich gut. Der ist schön, ja. So. Vor allen Dingen, da sind ein paar Sprüche drin, da haben wir so, hat er das jetzt echt gesagt? Meine Güte. Das waren halt die 80er. Ja. Schatz, hast du in der Schwangerschaft mit ihr harte Drogen genommen? Ja. Naja, deswegen benimmt sie sich jetzt so. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu Troll 2. Und dieses Mediabook ist auch komplett auf Troll 2 ausgelegt. Der Buchteil hier drin ist auch sehr dünn. Ja. Der Buchteil behandelt zwar beide Filme, aber das Cover hier ist von Troll 2. Es gibt noch ein alternatives Artwork hierzu. Auch das ist von Troll 2. Ist das jetzt okay, wenn ich hier wieder so sitze oder beschwerst du dich dann nachher wieder? Sitz einfach so da, ich halte dann hier mal so den Film hin. So, dieses Mediabook ist übrigens aktuell ausschließlich im Kochshop verfügbar, aber ab Mitte Oktober, Ende Oktober, steht alles unten in der Infobox, kriegt ihr dieses Mediabook auch im normalen Handel, also online als auch regulär, weil die erste Mediabook-Version mit dem anderen Cover von Troll 2 ist ja leider bereits lange, lange Zeit ausverkauft. So, Troll 2, wie oft gesagt, wird einer der besten schlechten Filme, die es gibt. Der war auch in irgendeiner Staffel von Schläferz, also die schlechtesten Filme aller Zeiten mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Liebe Grüße an dieser Stelle, Olli, Peter, macht ihr super. Da haben die den auch auseinandergenommen und wir haben uns diesen Film dann angesehen und hatten quasi keine Erwartung. Wir haben gesagt, wenn er richtig scheiße ist, dann machen wir ihn halt aus. Wir haben ihn zu Ende geguckt. Und das bestimmt nicht das letzte Mal. Weil ich fand den zweiten Teil gar nicht so mies, wie er immer wieder gemacht wird. Ja, nee, der ist irgendwo, das ist ein Paradebeispiel, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da sind ein paar sehr begabte und ambitionierte Filmstudenten, denen man ein gewisses Budget und technische Finessen zur Verfügung gestellt hat. Und die haben das Beste draus gemacht. Also in diesem Film, in irgendeinem Zusammenhang das Wort Beste, außer der beste schlechte Film. Wir fangen am besten mal vorne an. In diesem Film, also in Troll 2, geht es darum, dass eine Familie Urlaub machen möchte auf dem Land als Farmer. Jeder einzelne Dialog löst bei mir wirklich dieses Was? Das ist so. Wir leben jetzt als Farmer. Ich will morgen früh aufstehen, ich bin jetzt Farmer. Hast du Ahnung von Landwirtschaft? Nein, egal, ich bin jetzt Farmer. Ja, weißt du, was du machen musst? Ja, früh aufstehen. Die Familie ist doof. Der Schauspieler ist heute Zahnarzt und verkauft Kopien von diesem Film in seiner Praxis. Ist vielleicht besser als im Filmgeschäft. Aber die Familie ist doof. Und vor allen Dingen auch stellenweise echt unsympathisch. Aber irgendwie will man trotzdem wissen, wie es mit denen weitergeht. Weil manchmal da hauen die auch so Klöpse raus. Ja,
Auch hier haben wir Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Die Tochter, schwer pubertär, hat einen Freund, der, ich sag mal so, dem Vater nicht so gefällt, weil der Freund, der hat auch immer seine Kumpels dabei. Das ist ein ganz schlechter Einfluss. Deswegen nimmt er die auch mit in den Urlaub, obwohl die Tochter gesagt hat, du kannst mitfahren, obwohl mein Vater dich nicht will, aber nimmst du deine Kumpels mit, ist aus. Also was machst du? Logisch, du nimmst deine Kumpels mit. Ja, natürlich. Aber die Tochter verabredet sich für den Tag der Fahrt ins gelobte Land mit dem Jungen für 8 Uhr oder sowas. Sei pünktlich, wir fahren dann los. Das die nächste Land, Szene. Die Stadt heißt übrigens Nilborg. Genau. Goblin. Genau. Die nächste Szene spielt im Auto. Da siehst du sie heulen. Wir hätten doch noch 5 Minuten warten können. Er ist 1,5 Stunden zu spät gekommen. Er ist 1,5 Stunden nicht gekommen. Ich so, leck mich doch am Arsch. Ich hätte auch nicht mehr erwartet. Gut. Aber ich liebe ihn, bla bla. Okay. Ja, bis er dann auftaucht, dann liebt sie ihn nämlich nicht mehr. Nee, weil der ist nämlich clever gewesen. Aha. Ich kann doch nicht ohne meine Kumpels. Aber Schatz, ich fahre mit meinen Kumpels mit einem Wohnmobil schon mal vor. Ja, er hat es auch versprochen. Ja, und fährt dann mit dem Wohnmobil. So, in Nilborg angekommen, merken die ganz schnell, du musst noch sagen, was mit dem Jungen ist. Der Junge, der hat ja... Der Sohn, genau, 10-jährig der Sohn, ungefähr. Ja, der hat nämlich... Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Er hat Halluzinationen von seinem verstorbenen Großvater. Genau. Und der erzählt ihm alles, was er über Goblins wissen muss, weil es gibt nämlich nicht einen einzigen Troll in Troll 2. Das sind nämlich Goblins. Das sind da Goblins. Obwohl die in der Übersetzung, in der deutschen Synchronfassung dann immer trotzdem mit Troll immer wieder, ja, also Trolle, Goblins. Also ja. Man hat den Eindruck, das ist dasselbe. Ja, also ich habe mich da jetzt auch nicht so mit befasst. Es ist ja eigentlich auch egal. Troll, Goblin, Elf, Fee, da gibt es ja auch Unterschiede. Meerjungfrau, Nixe, bla 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 und so weiter. Ja, und so fort. Eben, da sind wir ja gar nicht so in der Materie drin. Wir wissen, das sind halt so komische Figuren mit langen Nasen und die fressen gern Menschen. So, obwohl das Vegetarier sind. Also, ja, genau. Also, die Goblins fressen, sind Vegetarier. Deswegen wollen die diese Menschen in irgendwas anderes verwandeln, damit sie es essen können. Ganz genau. In Gemüse am liebsten. In irgendetwas Pflanzliches. Das ist also so, als würde ich eine Kuh schlachten, um die in einen Tofu-Burger zu verwandeln, weil ich ja kein Fleisch esse. Also irgendwie, man denkt besser gar nicht über die Handlung nach. Jedenfalls die Menschen... Und der Film hat so viel Handlung irgendwo. Die Menschen verwandeln sich, wenn die eine grüne Jauche zu sich nehmen, in irgendwelcher Form, egal ob als Getränk oder im Kuchen oder im Sandwich. Und die jubeln das denen immer in irgendeiner Art und Weise unter. Mhm. Es ist einfach zum Davonlaufen. Ich würde nichts essen, was so aussieht. Nee. Nee. Ja, also es ist ganz... Oder noch schlimmer ist diese komische Nilborg-Milch. Ja, das ist so eine grüne Milch. Nee, die ist weiß, aber die hat so, stückig. Die hat so ein bisschen was von dem Zeug, was Luke Skywalker in Episode 8 trinkt. Ja. Beste Szene im ganzen Film. Trotzdem, also der Film generell, man denkt sich die ganze Zeit, ja, der ist schlecht. Warum mache ich nicht aus? Ja, der ist schlecht. Aber irgendetwas hat der Film. Ist wie so eine lang anhaltende Wurzelbehandlung. Man will sie nicht abbrechen. Ne? Ja, übrigens die Masken auch im zweiten Teil ganz fantastisch. Da ist das Budget, wovon ich eben sprach, nicht reingeflossen. Das war im anderen Video, aber ich weiß schon, was du meinst. Nee, ich habe doch gesagt, von wegen gute Hausarbeit von Filmstudenten. Also diese Figuren hier, diese Masken, die sehen zwar an und für sich nicht schlecht aus, bewegen sich aber nicht. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Auf jeden Fall, die ganze Handlung ist irgendwie total irre. Am schlimmsten, halt mal das Cover nach vorne, ist aber diese Olle. Diese Schauspielerin, ja, die hier die Goblin-Königin spielt, wobei sie verjüngt sich hinterher und da fand ich eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Nee, ich fand sie eigentlich auch... Dieses Weibsstück, die ging mir sowas von auf den Sack, diese Hexe. Boah. So, auch schön, um diesen Film auch in Deutschland zu dem zu machen, was er in Amerika bereits lange ist, hat man gedacht, Mensch, der Film ist so mies, der ist so schlecht, wie können wir den denn jetzt noch in der Synchronfassung versauen? Genau, wir nehmen Till Schweiger, der spricht einen der Kumpels von ihrem Freund.
und wirkt wie ein Fremdkörper. Til Schweiger, ich mag Til Schweiger. Ich mag Til Schweiger Filme, ich mag Til Schweiger als Schauspieler, als Menschen. Muss ich ihn nicht mögen, spielt auch gar keine Rolle, weil da habe ich nichts mit zu tun. Und auch als Synchronsprecher, nehmen wir zum Beispiel Herkules, fand ich Til Schweiger jetzt nicht so wahnsinnig schlecht. Ich bin eine Actionfigur. Ich fand ihn nicht so wahnsinnig schlecht, aber das hier ist eine Katastrophe. Also die Synchronsprecher hier sind alle nicht besonders gut. Der Junge ist gut und der Opa. Ja, man kann sie gebrauchen. Ja. Aber Til Schweiger, der wirkt da wie so ein Fremdkörper. Immer wenn der spricht, ist so, als hätte man das nachträglich nochmal neu synchronisiert und dann da reingeschnitten. Das ist irgendwie nicht homogen. Mhm. Ja. Ja, aber trotz alledem, ich fand Troll 2 mit seinen 100.000 Fremdschämen-Momenten, den saudummen Dialogen, den miesen Masken und einer absolut nicht nachvollziehbaren Story, gar nicht, fand ich ihn sehr unterhaltsam. Ja. Den also, Schluss fand ich schlimm. Den Schluss, den fand ich richtig schlimm. Ah ja, der hat gar kein Happy End. Mhm. Der hat kein Happy End. Nee. Ja. Also ich muss mal sagen, der Schluss, der hat mir den Film wirklich ein bisschen kaputt gemacht. Ja, das ist aber wichtig, weil es gibt ja davon auch eine Fortsetzung. Nee. Die wurde doch, ja. Oh Gott. Und die wurde erst vor kurzem, ich weiß es nicht, vor 2 oder 3 Jahren oder vielleicht war es sogar letzt, ich weiß es nicht, passt ja gut in die Corona-Zeit. Der Film ist mit, nee, muss älter sein, weil der Nachbar Paschulke spielt da nämlich mit. Ja, ist ein deutscher Film. Ach so. Mhm. Oh, ja. Ihr findet den Trailer zu diesem Film, zu diesem Werk, wie die Trailer zu diesen beiden Filmen im Anschluss an dieses Video hier und da und dort ein Tier, nee, hier unten ist dann das vierte, ist dann ein anderes Vorschauvideo, aber da findet ihr dann auch den Trailer. Mache ich übrigens bei allen Videos, in denen ich irgendwas mit Filmen mache, da kriegt ihr am Anschluss immer einen Link zum Trailer, wenn es einen gibt. So, deswegen immer bis zum Ende gucken. Ja, das war's, oder? Oder? Haben wir noch? Also, ich fand den ersten Teil richtig gut. Bester Charles Band Film oder und nein, aber einer der, also sehr unterhaltsam. Ich fand ihn sehr gut. Sehr geil, ja. Sehr gut. Hat mir echt Spaß gemacht. Das war so ein ja, Feel-Good-Movie irgendwo. Ja, richtig. Ja. Und der zweite Film ebenfalls unterhaltsam auf eine eigene Art und Weise. Wenn man also ein Trinkspiel draus macht. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt mir irgendwie die grüne Fee in den Sinn. Am besten trinkt man immer weiter. Danach geht es einem genauso schlecht. Bei Schläferz gab es das Trinkspiel immer, wenn irgendeine grüne Flüssigkeit im Bild ist. Ja. Ja, hilft. Hilft. Also wir gucken uns solche Filme ja am liebsten samstags abends an. Selbstgemachte Pizza, Rum-Cola und gib ihm. Dann kriegt man nicht mehr viel davon mit. Und das hier ist ein prädestinierter Film. Also beide. Der erste macht richtig Spaß. Ich glaube, den zweiten haben wir am Sonntag danach geguckt. Ne? Ja, den haben wir nachmittags geguckt. Den haben wir Sonntagnachmittag. Das war, glaube ich, auch der Fehler. Nee. Da war zu wenig rum. In diesem Sinne, Troll 1 und 2 in Kürze bei euch im stationären Handel oder auch bei Onkel Jeffs Versandkramladen und bei jedem anderen, der irgendwie Filme dealt, könnt ihr diesen Film dann demnächst offiziell und ohne Limitierung, die es aktuell noch gibt, weil der Film ist aktuell nur im Kochshop verfügbar. Mensch, was rede ich hier drum rum? Und noch was, diesen Film habe ich mir selber gekauft auf der Filmbörse in Neuss. Das deswegen auch, hier wird gar nichts gesponsert. Den habe ich mir selber gekauft. Von Michis eigenem Geld. Von meinem eigenen Geld habe ich den gekauft. Ja. Und ich bereue es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Beides tolle Filme, aber jeder auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich ziehe definitiv den ersten Teil, den zweiten. Ja, ich auch, aber ich denke, ich werde beide in absehbarer Zeit nochmal gucken. Ja, ich sehe schon, das muss ich dann alleine machen. In diesem Sinn, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt geil. Und wenn ihr irgendwas Grünes im Glas oder auf dem Teller habt, Finger weg, ist höchstwahrscheinlich giftig. In diesem Sinne. Jetzt geht ganz rapide der Absatz von Spinat, Erbsen, Brokkoli. Ja, das ist ja und Grünkohl. Und hier kommt er. Naja, bis zum nächsten Mal. Eure Becky. Und dann Michi. Ciao. Und nicht vergessen, ne? Hier klicken. Macht's gut.